Weil die Route heute wunderschön, richtig traumhaft. Das Wetter ist traumhaft. Ah, der ist mal wieder ein bisschen zu eng gebaut. Warte, ich hol dich raus. Ich habe hier das Kabel selbst zusammengelötet und habe leider in meiner Unachtsamkeit das hier auseinandergerissen. Jetzt mal Hasenabakischen, was ist das denn hier? Also wirklich? Nein, so schlimm jetzt auch nicht. Schönen guten Morgen aus Dordrecht. Ich kann es immer noch nicht richtig aussprechen. Es ist interessant, dass ich die Städtenamen immer erst dann weiß, wenn ich in der nächsten Stadt bin. Dann weiß ich, wo ich zuletzt war. Ja, ich habe hier einen Tag Pause gemacht, wie angekündigt. Gestern noch mal die Kamera nicht großartig dabei gehabt, nur so ein paar kleinere Außenaufnahmen. War ein bisschen zu Fuß in der Stadt. Ansonsten nicht so viel Spannendes. Heute Morgen mal ein bisschen das Fahrrad neu gepackt. Wir haben überhaupt kein Proviant mehr, das macht das Fahrrad doch schon mal um einiges leichter. Aber keine Sorge, der wird gleich wieder eingekauft. Jetzt geht es als allererstes mal, Kette habe ich geölt, die quietscht jetzt auch nicht mehr, das ist schön. Jetzt geht es erstmal zur nächstgelegenen Tankstelle. Einmal den Luftdruck wieder ein bisschen auffüllen, das scheint mir schon wieder ein bisschen wenig zu sein. Und dann ist heute das Tagesziel. Jetzt habe ich den Namen, ich habe ihn gerade noch im Kopf gehabt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind es fast 90 Kilometer theoretisch heute zu fahren. Es geht die meiste Zeit an der Maas lang. Könnte also eine sehr schöne Strecke werden. Wetter wird heute sehr heiß. Das könnte zu einem Problem werden. Mal gucken. Reifen sind wieder mit Luft versorgt, fährt sich gleich wieder, naja, gut, immer noch nicht, aber viel besser. Der Hund läuft jetzt seit guten 4 Kilometern nebenher, das klappt so toll. Hier saß eben eine Katze im Gebüsch, das hat den nicht interessiert. Es kam eben gerade ein anderer Hund, der nicht angeleint war, auf uns zugelaufen, da sind wir einfach dran vorbei. Also als hätten wir niemals was anderes gemacht. Hallo, wie macht das denn Spaß hier? Manni, wir wollten eigentlich hier lang, denn das ist der richtige Weg. Das, was du da machst, ist Blödsinn. Hinten, irgendwas ist mit meiner Schaltung nicht so gut. Ich brauche Inspektion. Ist übrigens ein großes Thema, egal wo ich jetzt gerade war. Alle sagen, ja, wenn du 3-4 Wochen Zeit hast, können wir dir gerne deine Schaltung wieder einstellen. Dann sage ich immer so, das ist gerade schlecht mit so viel Zeit. Oh, meine Lieblingsart von Hindernis, einladend. Obwohl, die ist echt groß. Ja, das ist easy. Vor 3 Wochen hätte mich das jetzt noch ganz schön geschockt. Ach doch, schockt mich jetzt schon wieder. Ich muss hier wirklich so richtig tief weit ausholen. Da komme ich da vielleicht auch rum. Weil die Route heute wunderschön, richtig traumhaft. Das Wetter ist traumhaft. Ich glaube, der Wind kommt auch ein bisschen von hinten, aber auch nicht dolle. Geht hier die ganze Zeit an den Ausläufern der Maas, wenn das dazu gehört. Ich denke mal lang. Wunderschöne Häuser, Reetdachhäuser. Richtig, richtig schön. Einladende Orte. Es ist zwar mit den Knotenpunkt-App, aus den 60 Kilometern Distanz wurden jetzt knappe 100. Aber ehrlicherweise fahre ich lieber 100 schöne Kilometer als 60 an der Straße lang. Ja, macht heute wirklich wieder richtig viel Spaß. Bisher geht es auch von den Temperaturen noch. Akku Nummer 1 ist gleich bei 50%. Oder ist jetzt bei 50%, unter 50%. Wir haben aber auch schon, ich glaube, 30 Kilometer geschafft heute. Oder 25 etwa.
Es wird also ein bisschen knapp, wenn ich die volle Distanz heute fahren wollen würde. Der ist mal wieder ein bisschen zu eng gebaut. Warte, ich hol dich raus. Bitte einmal aussteigen. Da haben wir uns hier schön verkeilt hier. Ja, weil du der Hund bist. Jeder ist mal der Hund. Früher war ich mal der Hund und heute bist du der Hund. Jeder darf mal der Hund sein. Kleine Pause mit kleiner Bastelstunde. Ich habe hier das Kabel selbst zusammengelötet und habe leider in meiner Unachtsamkeit das hier auseinandergerissen. Habe jetzt die ganze Zeit gemerkt, ich lade immer nur mit 20 Watt, weil sich hier die Kabelenden wirklich nur so gerade eben ein bisschen berührt haben. Die jetzt mal wieder so ein bisschen ineinander gewickelt. Jetzt habe ich auch wieder meine 40 bis 50 Watt Input. Wozu braucht man einen Lötkolben, wenn man Panzertape hat, ne? Das soll erstmal halten. Wir sind jetzt bei fast 49 Kilometern. 48,88 mit Akku 1. Hier am Berg ist die Unterstützung nur sporadisch. Mal gucken, die 50 will ich noch voll kriegen. Ein Kilometer noch. Ja, also man merkt es sehr deutlich, wenn der nachgibt. Ungefähr so 80% der Zeit ist er weg, 20% pusht er mal ganz kurz wieder. Ja, das ist viel schwerer als vorhin. Richtig schwermäßig. Und tatsächlich dieses kurz mal pushen und dann wieder leichter werden, wieder schwerer werden, das macht es irgendwie noch anstrengender. Naja, also jetzt habe ich mal ausgeschaltet komplett. Das ist einfacher, als wenn ich ihn jetzt wieder dazuschalte. Nee, da passiert nichts mehr. Gut, also 800 Meter, die machen wir jetzt noch voll. Suchen wir uns einen Schattenplatz zum Akku wechseln, was trinken, kleine Pause machen. Ja, jetzt beim Stehen ohne Fahrtwind. Es ist unendlich heiß, merke ich gerade. So, werden wir erstmal Wasser in uns schütten. Du auch mal eben irgendwie ein bisschen raus oder so. Du dich nicht ein bisschen weiter hinten reinsetzt, dann wärst du mehr Schatten, ne? Aber dazu müsstest du ja schlau sein, ne? Ja, er sucht sich gleich die kälteste Ecke. Aber selbstverständlich. Was essen? Ja? Was? Essen? Ja? Hundefutter, musst du mir auf die Füße springen. Dann möge er sitzen. Jetzt mal Hasenabarkisch, was ist das denn hier? Also wirklich? Nein, so schlimm jetzt auch nicht. Barney. Wenn das YouTube sehen würde, wie du dich hier benimmst, wie der letzte Hund. Wie so ein kleiner, gieriger Hund. Feinster Matschepump. Ist. Hunde essen Klos ab. Wie der Hund essen kann. Ich kriege auch Hunger. Das ist ein bisschen eklig, aber ich kriege jetzt trotzdem Hunger. Ja, weiß ich. Also wenn du daraus nicht trinken kannst, ne? Ganz ehrlich, dann müssen wir irgendwie einen Kurs machen. Wie trinkt man aus einem Teich? Komm her hier. Alter Trinkhund. Da. Easy, ne? Ja, dann trink das aus. Wenn es leer ist, komme ich wieder. Und
Unser erstes ernsthaftes Überholmanöver steht an. Aber vor der Kurve schaffen wir das nicht. Ja, die machen hier schöne Ausfahrt mit dem Schlepper. Eben schon an mir vorbeigefahren. So, wir setzen an zum Überholen. Los, 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 los. Wir haben jetzt hier in einem kleinen Ort noch mal einen kleinen Einkaufsboxenstopp gemacht. Heute ist Sonntag, da haben die Geschäfte bis 17 Uhr auf. Ich habe auch fast alles bekommen, was ich bekommen wollte. Leider brauche ich auch Nähgarn. Ich habe nämlich heute Morgen ein Stück von meinem Zelt kaputt gemacht von der Außenhülle. Da habe ich an der falschen Stelle gezogen und jetzt ist das nicht mehr so heile, wie es mal war. Es sind jetzt noch 50 Kilometer bis zu meinem Ziel. Ehrlich gesagt, habe ich schon Bock. Und wenn man in Bewegung ist, geht es auch von der Temperatur. Es gibt eine kleine Planänderung heute. Und zwar sind wir gerade in Thiel. Da hat uns das Navi gerade auf eine Fähre geschickt, die es nicht mehr gibt. Und die, also die gibt es schon, aber die gibt es erst morgen früh wieder. Es ist jetzt 19.54 Uhr. Und ja, jetzt habe ich mal geguckt, ob es noch irgendwo in der Nähe einen Campingplatz gibt. Und ich wollte hier auf einem Bauernhof schlafen und das ist das Ergebnis. Wir haben hier so einen kleinen Bauernhof-Campingplatz gefunden. Habe jetzt gerade auch schon mit dem Betreiber Jan gesprochen, ganz freundlich. Hier gibt es eine Dusche, hier nach Strom habe ich noch nicht gefragt, wird es auch geben. Und da hinten auf der Wiese bauen wir uns jetzt auf, da fahren wir jetzt mal zusammen hin. Ja, und tatsächlich sah die Stadt auch ganz nett aus. Vielleicht gehe ich auch doch heute noch mal ein ganz bisschen in die Stadt. Die ist jetzt nur so einen Kilometer entfernt. Eigentlich wollte ich jetzt die Nudel kochen. Aber vielleicht lasse ich mir halt auch eine Nudel kochen. Das ist halt auch okay. Da ist Sand, so sieht das hier aus. Und ja, wir haben uns doch mal... Ach, da ist sogar Strom. Da ist sogar Strom, Leute. Ich habe da sogar einen Stromanschluss gesehen. Das ist ja richtig gut. Dann bauen wir uns genau da jetzt hin. Ja, damit sind alle Probleme von heute erledigt. Die Akkus sind gleich alle wieder voll. Wir kriegen noch was zu essen. Wir haben einen schönen Platz. Den Bauernhof, den ich geplant habe, haben wir jetzt nicht erreicht, aber dafür einen anderen. Also lassen wir noch die kleine Bestie raus. Und damit ist dann der Tag quasi abgeschlossen. Kommen Sie raus, kleine Bestie. Hopsen Sie raus. Ah, schütteln Sie sich und witteln Sie sich. Und kannst gleich hier bleiben, ne? Gar nicht irgendwo hinlaufen. Nee, hier bleiben. Bis bald, Glocke nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen und bis dann.